Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört. Hier ist Rahim und seid ihr auf dem krassesten Rundum-Musikkanal auf der ganzen Welt und im ganzen Universum. Wirklich. Oh. Ich sag's jedes Mal, aber ich hab das Gefühl, keiner glaubt mir. Glaubst du mir? Ja, natürlich glaube ich dir. Seht ihr? Spezialgast Dana. Wieso lachst du da? Ja, weil ich jedes Mal Spezialgast sage. Du bist in jedem K-Pop-Video mit dabei mittlerweile. Ja, genau deswegen ist es ja special. Okay, Leute, wie geht's euch? Guten Morgen erstmal. Ja, stimmt, guten Morgen. Wir sind ja immer noch quasi im Start der Woche. Es ist Dienstag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start. Es sind Ferien oder so? Nee, aber das Wetter ist ja aber fantastisch. Das sind muss man nicht sagen. Bald Pfingstferien? Ja, so ein bisschen verlängertes Wochenende haben manche und manche wahrscheinlich Pfingstferien. Schreibt das also mal so eine Woche oder sowas. Ne? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr davon betroffen und glücklich seid. Ansonsten würde ich sagen, heute, ja, kommen wir mal zurück. Ihr habt es im Titel schon gelesen, wir sind wieder bei unseren Bangtan Boys. Ja, es kam länger nichts mehr, warum auch immer. Also das war jetzt nicht mal bewusst oder geplant. Ihr habt das natürlich schon fleißig in die Kommentare geschrieben. Das hat keinen bestimmten Grund gehabt. Das ist einfach, weil wir so viel. Wir machen das random. Ja, wir versuchen wirklich so vieles dann immer noch mitzunehmen von den Sachen, die sich Leute dann vor 2 Wochen gewünscht haben und so. Wir haben ja wirklich eine Liste. Und es ist dann kommen noch aktuelle Releases und dann teilweise Comeback-Songs, aber dann von 2, 3 Gruppen gleichzeitig und so wie letzte Woche und so. Da kommen wir dann echt nicht mehr so ganz. Ja, aber ich glaube, wir haben auch ganz gut geliefert, so zum Beispiel mit EXO war ja ein ganz netter Song. Ja, der war nett. naja, auf jeden Fall kommen wir heute, ja, endlich zu BTS mit Fake Love. Ich bin gespannt, das haben super viele geschrieben. Ja, hast du ihn schon gehört? Nee. Nein. Ich auch nicht. Big Hit. Untertitel. Bis dann. Okay. Was bedeuten diese Hände im Hintergrund? Ich habe schon wieder so viel Angst vor diesen ganzen Stories, die dahinter stecken in dem Video. Angst? Ja, weil es immer so viel ist und wir wissen das gar nicht. Ja. Also bitte erzählt uns wieder, damit wir uns das Video nochmal mit dem Wissen angucken können. aber es ist auf jeden Fall CGI, glaube ich, ne? Also es sieht schon sehr krass aus, ja. Oh mein Gott, was hat er an? Guck mal. Also die Stimmen hier wirken so, weil das natürlich schon so eingesungen ist, also sehr, sehr luftig, sag ich mal, sehr hauchig. Und dann aber auch schon mehrere Stimmen gedoppelt und dann eben im Stereofeld dann breit gemischt. Deswegen hat das diesen Eindruck. Das klingt voll krass, ich wollte dich auch gerade fragen. Schon die Hocke? War es schon die Hook oder was? Ich glaube schon. Mäßig. Mal gucken. Es geht 5 Minuten, also da kommt noch einiges. Mal gucken, was Real Me zu sagen hat. Da ist halt wieder dieser Scotch Snap Rhythmus, also dieser Scotch Snap. Ja. Oder? Ja, erinnere ich mich gerade? Scottish? Nee, Scotch Snap heißt er, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall nennt sich dieser Rhythmus so und kommt aus der schottischen Fidel-Musik. habe ich auch schon immer mal gesagt. Sehr interessant auf jeden Fall, weil der Ursprung wirklich aus der schottischen Fidel-Musik ist und das so eine Art ist, wie die Fidel, also ein Rhythmus, wie die Fidel dort gespielt wird in so einer Folklore-Musik eigentlich. Und das hat sich irgendwie in dem Rap so etabliert, dass es dann auch eben in den USA dann viel benutzt wurde und dann jetzt natürlich international und eben auch im K-Pop, aber auch in Deutschland. Krass.
Ja, super interessant. Also geil, aber auch hier wirklich den Flow, den J-Hope hat in Party, ne? Ja. Mhm. Hier reinballert. Also finde ich echt, kommt sehr tight drüber. Ne? Sexblick. Ich wollte eigentlich gerade noch was zu J-Hope sagen. Ja. Dass ich jedes Mal so überrascht bin, wenn er so rappt. Ja, ja, weil irgendwie denke ich das nicht. Ja, wenn man halt die Being Chaotic und Being Extra und sonst was Videos von BTS guckt und sieht, was für ein lustiger Typ er eigentlich ist. So der Klassenclown irgendwie. Mäßig, also zumindest nach außen hin, so vor der Kamera, ist es... Wie anhat. Ich glaube, wie wird mein Bias-Wrecker? Echt? Ja. Dann ist das halt irgendwie schon, muss man sagen, das ist halt wirklich so eine, aber das finde ich, hat man bei allen Jungs, dass man auch so eine ganz andere Seite, also da merkt man, dass die sich über Musik dann irgendwie doch nochmal ganz anders ausdrücken und zeigen können. Das ist halt schon krass. Ja, auch schon, wie er hier aussieht. Von wann ist das Video? Von einem Jahr. Ach, krass. Gar nicht so alt dann. Musikalisch wollte ich eigentlich nochmal auf Instrumental oder sowas eingehen. Also hier sind wir dann halt wieder im Pre-Chorus und da kommt wieder diese Stimme. Wir hatten im Rap-Part halt klassisch wieder so Doubles drin, wo dann bestimmte Passagen im Rap, bestimmte Wörter oder Sätze, wobei hier waren das sehr selektiv Wörter, die dann halt gedoppelt werden. Klassisch Rap. Aber die Leute, die meine Videos gucken, wissen das bestimmt schon. Und hier ist halt so ein richtig... Ne? So wird dann... Leiser oder White Noise? Ja, es ist so ein Mix aus mehreren Sounds. Also es ist schon sehr, sehr designed. Ist jetzt nicht nur ein White Noise. Aber ist halt so ein wirklich so ein Übergangs-, so ein Einleitungssound für den nächsten Part sozusagen. Das macht dann halt auch mal sehr viel aus. Und hier eben der Prequel. Oh, schöne Texte hier, ne? Immer so richtig poetisch, das muss man denen lassen. Krasser Pulli. Der ist richtig geil, dachte ich mir auch gerade. Ja, deswegen habe ich habe eigentlich deswegen angehalten, nicht wegen dem Text. Aber der Text ist auch wirklich sehr, er ist ja auch krass hier mit den Elementen, die hier so halbtransparent sind, ne? Mhm. Das ist gut. Den würde ich auch gerne anziehen. Vor allem irgendwie sieht er ja auseinandergewetzt aus und dann wieder zusammengenäht. Aber halt irgendwie cool und dann hier eben noch so mit dem Halbtransparenten. Mm. Das ist schon geil. Ja. Was sagst du zu dem Sounddesign? Das hat gepasst hier. Und es war auch nicht zu laut. Das hat mir letztens tatsächlich auch mit Kilian in dem Lelano-Video, da war ein Soundeffekt. Oh Gott. Die haben da Soundeffekte reingemacht. Die waren so zu laut. Das hat so genervt. Und ich habe das direkt nach den ersten Sekunden gesagt und Kilian hat erstmal nichts gesagt. Der hat den Song schon gehört und er meinte so, genau das hatte mich im Video dann auch gestört. Und ich wollte sagen, was du dazu sagst. Es ist wirklich, wirklich nervig, wenn Sounddesign schlecht gemacht ist, schlecht umgesetzt ist. Und zu sehr im Vordergrund. Zu sehr im Vordergrund. Oder? Ich meine, ich hatte schon die Theorie aufgestellt, dass es manche bewusst machen, damit man dann eben auf Spotify oder sowas oder den Song eben woanders richtig dann nochmal hört und streamt. Aber ganz ehrlich, man verschreckt sich doch irgendwie die Zuhörer. Das ist irgendwie, hinterlässt das so einen negativen Eindruck, finde ich, dass man dann irgendwie nicht Bock drauf hat. Meiner Meinung nach, aber hier ist es gut.
gerade so. Ja, das klang, das ist eben, das ist What? Eben, oh mein Gott, ich hab's voll vermisst. Ich hab das Gefühl, wir haben 10 Jahre kein Video gemacht und 10 Jahre kein BTS mehr gesehen. Oh mein Gott. Also vor allen Dingen lange kein BTS mehr gesehen. Das ist tatsächlich so. Oh mein Gott. Was ist der Name? Also ich kann dazu nichts mehr sagen im weiteren Verlauf des Videos, weil es kommt nur noch oh mein Gott aus meinem Mund und alles andere würde zu lang dauern. Und weiter. Ja, das ist eben gutes Sounddesign. Ne? Das ist vor allen Dingen wahrscheinlich ein Sound gewesen. Oh, krass. Das denke ich mir auch gerade. Oh, das sieht aus wie ein, wie so ein Fundzeichen. Ja. Ja. Das sieht auch nicht nur aus wie Save Me. Da könnte auch was anderes stehen, kann das sein? Save Me? Gave Me? Save Me? Also das ist das Erste, was ich lese, ist auch Save Me, aber irgendwie ist es so geschrieben, als ob man da noch was anderes reingeschrieben hätte. Mhm. Auch geil, dass die Bilderrahmen hier alle leer sind in dem Shot. Ja, auf jeden Fall, da ist wieder so viel Message drin, da bräuchte ich wahrscheinlich zwei Videos, um das zu analysieren. Aber hier wollte ich sagen, dass das Sounddesign, damit das diesen Effekt hat, dass es so rumpelt oder eben so pumpt, ist es sicherlich ein Sound, der eben auch sehr stark im Bassbereich unterwegs ist und das dann so überlädt an der Stelle. Aber das hat, macht hier halt voll Sinn, ja, weil man diesen Etagenwechsel hat. Und die Musik wird ja sogar kurz leiser, weil der Soundeffekt so stark darüber liegt. Das waren keine Bilderrahmen, das waren Displays. Oh mein Gott! Das ist ja heftig. An, dazwischen. Ich dachte sogar gerade, dass das eine aussieht wie ein Handy, aber. Witzig, das sind wirklich Handys dazwischen. Das sind Handys, ja. Ich dachte erst noch, aber ich war mir nicht sicher. Ah, krass. Oh mein Gott, wie geil! Ja. Heftig. Die haben dann, die sitzen noch mit, stehen dann auch mit zwei unterschiedlichen Outfits hier, ne? Oh ja. Als nur bei RM. Ja, möchtest du was sagen? Da hört man so ein Boom. Achso, ich dachte, du willst was zum Outfit sagen. Nee, ich sag jetzt nichts mehr. Das Wieso denn? Ich kann mich nicht mehr ausdrücken. Oh, BTS hat's geschafft. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Spielt das so eine Melodie, oder? Eigentlich nicht. Also es ist, ja, nee, eigentlich keine... Es ist nur so dazwischen. Ja, es spielt immer auf die 1 des jeweiligen Akkords, so wie ich das jetzt gerade raus, wenn es richtig ist, rausgehört und verstanden habe. Nicht den Grundton, aber... oder? Doch. Ja, und dazwischen spielt es dann eher irgendwie dann doch eine Melodie. Also erstmal sind es, ja, also eine Mischung aus Grundton und dann geht es in so eine Melodie rein. Snickers? Someone? Hast du nicht gesehen? Nee, ich habe nur auf das Hemd geguckt. Ja, aber witzigerweise eben hat das Hemd auch die Farben der Snickers-Typo. Ja. Und die sind auch unterschiedliche Farben. Also nicht nur eben das klassische Blaue, sondern irgendwie Gelb und Gibt's Rot. Gibt es in Korea andere Snickers? Wahrscheinlich bestimmt 100%. Ist er so ein Snickers-Fan? Weiß man das? Haben wir das denn irgendwie mitbekommen? Oder ist es einfach ein Snickers-Placement? Das glaube ich nicht mal, oder? Fake love.
Ich musste gerade auf seine Lippen achten und habe gesehen, dass er nicht Love sagt, sondern... Cause it's a fake love. Love. Mhm. Love. Voll süß. Cause it's a fake love. Fake love. Fake love. Fake love. Das ist halt wieder wegen der Muttersprache, ne? Mhm. Ups. Okay, das hier ist auf jeden Fall ein guter Tape-Stop-Effekt. Oder Vinyl-Stop. Hier hört man den nochmal wirklich super präsent, weil er alles stoppt, die ganze Musik. Das ist immer, wenn ich Vinyl-Stop oder Tape-Stop sage, dann meine ich das hier, wenn das hier passiert. Ne, weil auf einer Schallplatte, wenn du da auf Stopp gedrückt hast, dann hat die Schallplatte angehalten, aber die ist immer noch so ein bisschen nachgezogen. Nur dieser Bass ist noch ein bisschen weiter mitgelaufen, oder? Ja. Yeah. Nicht nur ein bisschen. Der ist das ganze Bild bis zum Fader auf schwarz. Jetzt ein bisschen Karussellmusikmäßig. Krass. Über den Chor noch. What? Ey. Yo, also krass, also ja, gut. So eine Gitarre? Ja. Ich bin so aufs Video gerade, dass ich gar nicht... Ja, ich war vorhin auch die ganze Zeit, ich habe nur auf den Text geguckt, deswegen habe ich gar nicht auf die Musik so weiter geachtet. Schön, dann hier auch die Vocals, die super durchharmonisiert sind und dann nur mal so einen kurzen... Der sitzt da war aber nicht wirklich. Echt? Das Feuer war echt. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Das ist echt. Das ist echt. Ja, ne? Der Rahmen bewegt sich so. Aber ich glaube nicht, dass er da sitzt. Das haben die dann wieder reingearbeitet. Das müssten wahrscheinlich in zwei verschiedenen Shots aufgenommen. Mhm. Da, oder? Das wäre zu krass. Das ist ja mega heiß. Nee, das kann nicht sein. Das Ding ist, ich sehe halt gerade die Elemente. Ja? Also ich sehe Feuer, Wasser, aber ich weiß nicht, ob Snickers dann Erde sein soll. Jetzt, oder? Nee. Nee. Okay, aber auch witzig, dass er die Slipper nicht ganz anhat, sondern so reingeschlüpft ist. Also hinten so abgeknickt. Yeah. Das mach ich im Sommer bei meinen Schuhen auch immer ganz gerne. Hier sieht man das. Wir gucken mal weiter, ob jetzt noch Wind kommt, weil dann ist das Erde. Nur Feuer und Wasser. Schön, richtig schön. Ich wollte hier... geil, echt geil. Ich wollte hier nur drauf eingehen, dass die erste Hälfte der Hook, also ich habe... nicht, dass ich vergesse, ich habe es... Mir ist es vorher schon aufgefallen, aber wenn ich es jetzt nicht sage, dann vergesse ich für immer. Mhm. Genau, in der ersten Hälfte der Hook ist dieser Subbass, den man da hört, also dieser ganz, ganz tiefe Bass, der im Subbereich ist. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, weil ihr es nicht hört, dann guckt das bitte nicht auf eurem Smartphone. Und wenn auf dem Smartphone, dann bitte mit guten Kopfhörern. Es dürfen auch gerne diese hier sein, müssen sie aber nicht. Wenn ihr aber genau die hier haben wollt, die Studio-Standard-Kopfhörer sind, dann sind die unten verlinkt, nur so als Hinweis. Aber andere Kopfhörer können meistens den Frequenzbereich auch irgendwie gut darstellen. Ebenso dieses du, du, ne? So ein ganz tiefer Bass, der spielt hier wie ein Teppich durch. Ja, jemals mal den Grundton des Akkords. Aber dann in der zweiten Hälfte, warum die zweite Hälfte dann auch so ein bisschen mehr mitnimmt und peppiger ist, spielt der Bass
einen Rhythmus. Also der ist dann nicht nur noch liegend, What? Also diesen Sustain, diesen Du, Du, sondern der spielt dann die Achtel. Du, 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 Du. Und da kommt noch irgendein Pad hinzu, also so ein flächiges Instrument, ein Synthesizer, was da dann irgendwie nochmal was dazu setzt und dann natürlich die Jungs singen dann auch nochmal in einem anderen Rhythmus. Deswegen ist da in der Hook wirklich auch nochmal so ein Unterschied, so ein Push nach oben. Ne? Welche und jetzt? Das ist eine E-Gitarre. Also das hast du vorhin schon gemeint. Aber hier hat man es nochmal ganz gut raus. Das ist so eine E-Gitarre. Und hinten ist auch nochmal ein Pad, das eben auch so ein Achteln spielt. Ding, 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 ding. Ich glaube, das ist in der Hook sogar auch drin, nur tiefer. Aber hier, was du hast gehört? Yeah. Ja. Yeah. Genau, ab hier kommt dann nochmal eben ein Pad, was die Akkorde spielt, damit das einfach nochmal so ein Harmonie-Element dazukommt. Das Das ist halt ein mega schöner Satz. I grew a flower that can't be bloomed in a dream that can't come true. Deswegen, da hatte ich vorhin auch schon angehört, meinte mega poetisch halt. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ja, ich auch so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall sehr, da hatte ich vorhin schon angehört. Das ist wirklich super, super poetisch. Und das ist in so einem Love-Song, das ist halt schon, das ist echt romantisch. Aber halt melancholisch, romantisch, traurig, aber schön trotzdem. Und dann wieder der Tape-Stop am Ende. Schön, Wahnsinn, das ist, ja, gut. Ja, wir haben jetzt einiges gehört in letzter Zeit, K-Pop-mäßig, und haben längere Zeit jetzt kein BTS mal gehört und analysiert. Ich war so richtig ehrfürchtig davor, vor dieser ganzen Meaning dahinter. Ja, ich bin so gespannt. Ich auch. Aber allein das jetzt nur wieder hier zurückzukommen auf BTS, es ist einfach schon ein anderes Level. Mm. Muss man jetzt mittlerweile, wo wir jetzt doch schon über einen Monat, wie lange hören wir jetzt K-Pop? Anderthalb? Anderthalb auf jeden Fall. Also ganz zwei nicht, oder nicht ganz zwei auf jeden Fall. Nicht ganz zwei Monate, aber so anderthalb hören wir, glaube ich, jetzt. Monate K-Pop hören und einiges schon durchgehört haben an Gruppen auch tatsächlich. Also wir haben uns jetzt nicht festgebissen an eine Gruppe, auch wenn das gerne einige immer behaupten. Wir hören wirklich alles querbeet durch. Aktuell in meiner Spotify-Playlist, der ihr übrigens auch folgen könnt, auch unten verlinkt, meine Weekly Top 20, die wird jeden Freitag aktualisiert, ist auch ein K-Pop-Song drin von NCT. Ja, ja. Superhuman. Oh Gott, ist der krass. Superhuman von NCT 127. Pure Gänsehaut, ey. Da haben wir auch eine Analyse zugemacht. Ja, also da seht ihr, wir sind nicht festgefahren auf irgendeine Gruppe oder Band. Aber es ist schon nochmal ein anderes Level. Wobei ich sagen muss, NCT, aber da ist das Ding ist, schon auch gut. Der Sound und so weiter ist auch krank gewesen. Also vor allen Dingen ist es auch eine neue Nummer. Das Ding, was bei BTS halt so anders ist, die Videos. Die Videos. Und die Messages. Ja. Video, Message und so tiefgründig alles immer. Ja, und das bringt einen so wirklich auf ein anderes Level. Mhm, so. Also man kriegt da eine ganz andere Verbindung nochmal zu den Jungs. Wobei bei, wir wissen jetzt auch nicht natürlich 100%, wie es bei NCT ist, aber, oder 127 vor allen Dingen, ist ja auch nochmal ein Riesen. Mm. Oh ja, stimmt. Irgendwie, vielleicht, weil wir uns mehr mit BTS bisher beschäftigt haben, aber es ist irgendwie... Nee, aber es ist auch schon so, dass viele bei BTS eben sagen, die sind so super tiefgründig und lyrisch und poetisch, auch mit den ganzen psychologischen Hintergründen, damit Freud und Nietzsche und philosophisch und so. Das ist schon was ganz anderes. Ja.
Ja, das ist wirklich, also ja, kann man nicht anders... Du hast einen schönen Shot gefunden. Ja, den habe ich gesucht. So einen hätte ich auch gerne mal von mir. Kriegen wir hin. So, Leute, vielen Dank nochmal. Ihr habt euch das ja auch wieder mal gewünscht und... zu Recht. Zu Recht, muss man sagen. Aber da kommt immer einiges zurecht, das darf man so jetzt auch nicht sagen. Ja. Und ansonsten kann ich euch nur eine Sache ans Herz legen. Gerade eine Riesenaktion von Amazon. Wirklich mega geil, habe ich auch wirklich selber erst entdeckt. Und zwar gibt es da das Amazon Prime Music Unlimited Angebot. Also falls ihr irgendwie schon irgendwas habt, Prime oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall haben die gerade dieses Music Unlimited Angebot für 90 Tage. Ja, 3 Monate kostenlos könnt ihr euch da registrieren. Und da könnt ihr wirklich da alles euch anhören, streamen und so weiter. Da ist unten in der Beschreibung ein Link drin. Guckt euch das an. 90 Tage kostenlos. Falls ihr noch testen nicht quasi. 90 Tage testen. Testen, ja. Also das ist schon krass. 3 Monate. Das ist ein Quartal so von einem Jahr. Das ist... Also ich meine, ich habe zwar Spotify, aber vielleicht lade ich mir gleich die App noch runter. Ja, also ich habe es ja. Du hast es schon? Ja, ich habe das schon. Oh, nee, ich brauch's auch. Und ja, also, ne, falls jemand eben noch kein Spotify hat oder iTunes oder Apple Music oder wie auch oder immer. Oder einfach die, zusätzlich. Oder einfach was zusätzlich. Abzocken will, weil kostenlos. Ja, genau. Also kann man sich anmelden, ist kostenlos. Vielleicht einen Reminder dann stellen, direkt im Kalender, wann man das wieder, also wann es abläuft, damit das nicht automatisch weiterläuft. Ich glaube, es läuft nämlich automatisch weiter. Kann man sich einen Reminder, so mache ich das immer. Ich setze mir in den Kalender dann immer einen Reminder oder manchmal geht es auch, dass man es direkt kündigt, ohne dass das Abo direkt verfällt. Ja. Das geht auch. Aber ist, also 3 Monate ist krass. Also meistens kriegt man ja so einen Monat, aber 3 ist halt richtig krass. Also wie gesagt, unten das Amazon Music Unlimited heißt das, genau, Amazon Music Unlimited Angebot. Als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, das muss ich unbedingt meinen Zuschauern mitgeben. Ja, es handelt sich auch um Musik, von daher nehmt das gerne noch mit. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, aber lasst vor allen Dingen ein Abo da, die laufen auch sehr gut. Wir sind auf Instagram bei 12.546. Achso, man sieht die Uhr gar nicht. Und bei YouTube sind wir, weiß ich gar nicht, 36.800 irgendwas, glaube ich. Fast 37.000. Ja, fast 37.000. Nice. Ich hatte ja auch was von einem Mashup erzählt mit BTS. Es ist schon da. Ich bin nur nicht so ganz zufrieden. Mir gefällt's. Ja, ich bin immer so ein bisschen selbstkritisch, deswegen. Mal sehen, ob ich es noch hochlade. Na. Anteasern. Ja, das, es geht nur 1,5 Minuten, was soll ich da anteasern? 2 Sekunden. 10 Sekunden. Und es ist, da ist halt auch ein BTS-Song mit drin, deswegen wäre, aber irgendwie gefällt es mir nicht so richtig und ich habe nicht das Gefühl, dass ich dem gerecht werde. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ihr wisst, momentan kommen nur 2 Videos täglich. Schaut aber auch gerne die anderen Videos rein. Das ist auch mal so ein genremäßig vielleicht was anderes und vielleicht lernt man da auch mal nochmal was anderes. Und genau. Ansonsten schaut auch bei Dana vorbei. Unten verlinkt wie immer alles und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.